Ja, die richtigen Köderfische sind schon da. Was ein Ballermann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Hafen von Ibiza. Die ersten Jungs der Tour sind gut gelandet. Daniela. Sie. Prost. Zwei kommen noch dazu und die nächsten Tage widmen wir hier ganz dem Tuna-Angeln. Wir werden heute Abend aufs Boot gehen, sofern wir es hier finden, vor den ganzen Booten hier im Hafen. Und morgen früh geht es dann los in Richtung Malle und dann ist richtig Action geboten. Wir sehen uns später auf dem Boot und dann heißt es Tuna-Alarm. Absoluter Wahnsinn. Cheerio. Geilen Urlaub. Auf eine geile Tour. Und ihr seid dabei. Ab geht's. Wo ist unser Boot? Naja, wir werden es finden. Noch mehr Köderfische. Alles voller Köderfische. Es ist ein Barsch. Eine Esche. Mehr Eschen. Schöner Barsch da unten. Nicht schlecht der Kutter hier, oder? Nicht schlecht. Gibt sogar einen Ravioli-Topf hinten für uns Welsangler. Naja, so. Jetzt gehen wir mal in den Kiosk, holen uns ein bisschen Sonnencreme, gehen an den Strand und dann suchen wir unseren Kutter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz Ibiza ist noch am Schlafen und wir starten jetzt in Richtung Sonnenaufgang. Das Boot ist da, ist alles vorbereitet, die Crew ist komplett. Wir hatten gestern Abend noch gemütlich beisammen gesessen, alles ein bisschen durchgeschnackt, ein bisschen was Gutes gegessen, uns gut ausgeschlafen. Da unten steht unser Kutter, mit dem es jetzt losgeht. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor. Wir werden uns von Ibiza nach Mallorca durchangeln. Also heute Abend, ich glaube die Überfahrt dauert so 14, 15 Stunden. Heute Abend sind wir nicht mehr vor Ibiza, da sind wir bereits auf Malle. Und das wird mega spannend. Auf geht's! Marek macht uns gerade einen leckeren Kaffee, das erweckt Geist und Körper. Stelle ich euch gerade mal die Crew vor, kurz von Mar Balear. Andi, moin. Moin, Stefan. Marek. Moin. Markus. Moin. Jetzt gucken wir mal, wo die ganzen Angler sind, ob die noch pennen. Einer hat, glaube ich, nur in der Koje unten. Ah, hier kommen sie, die Jungs, hier kommen sie. Moin, Micha. Moin. Thorsten. Moin. Daniel. Und Daniele. Moin. Moin, moin. Und jetzt geht's raus. Zeigen wir euch mal, was wir vorhaben, was wir machen. Was hier alles für Riesenfische auf euch warten. Wie viele Stunden sind wir unterwegs, Kapitän? Heute geht's für 14 Stunden raus. 14 Stunden ballern wir jetzt rüber nach Malle. Denn Malle ist nur einmal im Jahr. Ja, 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 ja. Abfahrt! Lassen jetzt Ibiza hinter uns, werfen wir noch mal einen letzten Blick auf die Insel. Jetzt schauen wir mal, was die Überfahrt uns zu bieten hat. Wirklich eine spannende Sache, das macht man nicht jeden Tag. 14, 15, 16 Stunden sind wir ungefähr jetzt unterwegs. Und Marek fängt jetzt schon an, die Köder vorzubereiten. Schauen wir mal, was er macht. Jetzt los, mit den guten Drillingen. Er macht da Waller-Drillinge dran. Wahrscheinlich, weil ich heute früh hier was gesehen habe. Wir haben hier nämlich einen richtigen Spezialhaken dran gehabt. Aber Marek sagt, wir hauen mit 30 km/h auf den Köder, brauchst du mal Haken. Der schluckt den sowieso.
Scharfe Drillinge, A und O. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Man sollte ja nie vorm Angeln schon drüber philosophieren, was jetzt alles beißen könnte. Aber interessieren wird euch wahrscheinlich, was uns jetzt hier alles erwarten kann. Also hauptsächlich rechnen wir natürlich mit Albacore. Das ist der weiße Thun. Aber wir haben hier auch momentan viele Skipjacks und Speerfische sind gerade auch unterwegs. Mit ganz viel Glück haben wir natürlich die Chance auf eine Goldmakrele, was aber wirklich ein Glücksfall wäre. Also ganz, ganz facettenreiches Angeln. Ne? Ja, jeden Moment kann es hier knallen. Wir fangen jetzt an mit Wobblern, flachlaufend alles, ne? Genau. Zu schleppen, was für eine Geschwindigkeit. Wir sind so mit 6-7 Knoten unterwegs. Und dann, wenn der D-Zug einsteigt, geht's richtig vorwärts. Drückt mal die Daumen, dass wir euch gleich einen von diesen rasanten Meeresräubern hier zwischen Ibiza und Malle mal vorstellen dürfen. Wir lassen jetzt in unterschiedlichen Abständen die Köder rauslaufen. Ganz rechts außen 80 Meter, 60 Meter, 40 Meter, 20 Meter. Um so unterschiedliche Tiefen, unterschiedliche Entfernungen bei der Fahrtgeschwindigkeit jetzt abdecken zu können. Die Meeresfische sehen sehr gut, das Wasser ist sehr klar. Und so haben wir natürlich die größte Chance, irgendwo hier so ein Räuber, so ein Salty Predator ans Band zu bekommen. Irgendwo hier müssen wir hin, da liegt Malle. Während wir jetzt hier cruisen, werde ich mal mit dem Spezialist Marek schnacken. Interessiert euch sicherlich auch. Sag uns doch mal so die drei super Tipps beim Trolling, beim Schleppen. Also Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall schon mal die Köderpräsentation, die Abstände von den Ködern. Die Wobbler möglichst nah am Boot geführt, hinterm Weißwasser oder sogar im Weißwasser, die Federn ein bisschen weiter draußen. Der Tipp Nummer 2 sind alles sehr flachlaufende Köder, also Freiwasser, für Freiwasserjäger kann man sagen. Die laufen alle zwischen 30 cm und 1,5 Meter Wassertiefe. Und Tipp Nummer 3 ist natürlich die Geschwindigkeit, ist ganz entscheidend. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit zwischen 6 und 7 Knoten, das ist optimal für die Fische, die wir haben wollen. Naja, in der Theorie hört sich das ja alles schon mal ganz, ganz spannend und logisch an. Jetzt hoffen wir, dass wir es in der Praxis umsetzen können. So, ich frage jetzt mal einen Kapitän, kennt ihr sicherlich von zu Hause auch. Wann sind wir da? Circa 40 Stunden. Wann weißt du was? In einer Stunde, anderthalb Stunden geht es dann langsam los, da kommen wir langsam ins Fanggebiet und dann die ganze Zeit. Das geht hier nur vorwärts, das geht jeden Moment los. Aber das ist, glaube ich, ganz interessant. Also wir fahren jetzt erstmal, also wir sind jetzt immer noch küstennah, kann man auch Fische fangen, ne? Auch ihr als Urlauber mit dem Paddelboot könnt ja sicherlich was fangen. Aber wir suchen jetzt richtig tiefes Wasser. Ne? Genau. Je tiefer das jetzt wird bei dem, was wir vorhaben, desto mehr Räuber sind zu erwarten, oder? Auf jeden Fall. Also ab 600 Meter Wassertiefe geht es dann richtig los. 600 Meter. Eben noch euch die drei Grundregeln oder wichtige Tipps des Schleppens erklärt und schon kommt der erste Einschlag.
Bijan! Ja, schön, der Henry. Erste ist an Bord. Pau! Den versorgen wir jetzt schnell. Wenn ihr mit Mar Balear unterwegs seid, vergesst irgendwelche langweiligen Lunchpakete, wo irgendwelche trockenen Brötchen drin sind. Wir kochen hier frisch an Bord. Nachher wandert auf jeden Fall einer der Fänge unserer Fische ganz frisch hier in die Pfanne. Und jetzt gibt es erstmal ein paar gute Bratkartoffeln mit Ei. Das kennen wir auch vom Welsangeln. Und das schmeckt natürlich auf dem Meer genauso gut. Hier oben an Deck kann man es wirklich aushalten und die Zeit genießen, bis der nächste Einschlag kommt. Oder, junger Mann? Ja, auf jeden Fall. Da liegt er, der Thorsten. Sonst arbeitet er am Bodden als Guide und bringt euch zum Hecht und hier oben chillt er. Der Arbeitsplatz hier ist doch auch nicht schlecht, oder? Können wir sich dran gewöhnen? Man könnte den Tag schlechter verbringen. Also, Matthias Fuhrmann, ändere mal ein bisschen die Ausstattung deiner Boote um. Deine Guides wollen es gemütlicher haben, genau, wenn es möglich ist. Ja. Echt schön hier. Hammer Wetter. Party hard, party hard. Den ersten Albacore gerade versorgt. Geht die nächste Route krumm, Volleinschlag. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse, so habe ich mir das vorgestellt. Richtig top. Biss war unwahrscheinlich hart, die Rute ging gleich rum und der Fisch hat unwahrscheinlich viel Schnur genommen. Jetzt kommt er relativ gut mit. Schauen wir mal, was das ist. Party hart! Jawohl! Auf geht die Luft! Das ist wirklich unwahrscheinlich, das ist der Wahnsinn. Ja, flach gebissen, direkt von der Oberfläche gepflückt den Köder und jetzt geht's in die Tiefe. Und genug tiefes Wasser hat er, der Fisch. Oftmals trillt er sie bis ans Boot, da kommt er richtig lahm mit und am Boot dann geht der Fahrstuhl nach unten. Alter. Ja, Wahnsinn, sensationell. Die Rolle ist ja. Ja, da kommt Spaß auf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber im Hintergrund seht ihr noch Ibiza und jetzt direkt der zweite Strike. Unglaublich. Also hier sind wir in guten Händen. Ich glaube, hier passiert noch einiges. Gas.
gutes Ding. Schön. Wuhu! Mega! Oh! Mega geil, absolut heftig. Also, dass es so schnell funktioniert, hätte ich niemals gedacht. Wahnsinn! Und die Jungs geben richtig Gas. Hammer! Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum wir hier nicht aktiv angeln, also werfen auf diese Tunaart, auf die Albacore. Das ist in dem Gebiet leider nicht so richtig gut möglich. Wir haben durch die hohen Wassertiefen 300, 400 Meter. Die Fische stehen relativ weit unten, 100, 150 Meter unterm Boot. Wir imitieren mit der Schraube einen Fischschwamm an der Oberfläche und die Jungs starten nach oben, also sehen aus dieser Tiefe dann schon bald unsere Köder. Und deswegen ist dieses Trolling, das Schleppangeln hier die bessere Wahl. Es gibt mehrere flacheres Wasser, wo ihr ganz geil auch auf diese Fische ganz effektiv mit der aktiven Rute angeln könnt. Das ist natürlich dann wahrscheinlich die Königsklasse des Spinnangelns. Aber hier in dem Revier fahren wir erstmal besser, wenn wir die Köder hinterherziehen, mit dem Boot die Räuber unten aufmerksam auf unsere Köder machen und dann kommt es zum Einschlag. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also was bis jetzt passiert ist, ist ja schon mal sensationell. So, da werden wir mal die Crew langsam wieder aufwecken. Wir kommen ins nächste Fanggebiet, dass die hier nicht alles verpennen. Ein Crewmitglied ist vorne an Deck eingeschlafen. Ich muss da mal auf die Jungs achten, dass die hier keinen Sonnenstich bekommen. Wir werden den jetzt mal kurz aufwecken, damit er fit ist oder fit bleibt. Hier vorne liegt er. So, probiere ich mal hier zu treffen. Da ist keine Reaktion mehr drin in dem Körper. Thorsten, alles gut? Naja, die Sonne ist stark. Darf man nicht unterschätzen. Durch den Wind hier draußen fühlt es sich gar nicht so heiß an. Aber man verbrennt da schnell. Sollte jetzt zwar ein Späßle sein, aber wir müssen wirklich da mal nach dem Thorsten gucken. Wir haben jetzt Mittagszeit, es ist etwas ruhiger geworden. Hängt allerdings beim Trolling jetzt nicht so mit der Zeit des Tages zusammen, ob man Aktion bekommt, sondern vielmehr mit der Tide hier am Meer. Wenn Strömung kommt, wenn das Wasser ein bisschen in Bewegung kommt, werden natürlich auch die Räuber aktiver. Und wenn das Wasser still ist, steht, hat man so eine Flaute drin. Aber die müssen wir jetzt überfahren, ist wahrscheinlich der beste Ausdruck. Immer gut die Routen beobachten. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund, wie diese Spitze vibriert. Ja. Also immer darauf achten, dass die Köder alles sauber laufen, dass sie schön hinterherkommen, auch selbst hier auf dieser riesigen Wasserfläche. Man sieht zwar, toi toi toi, nicht irgendwelchen Müll oder irgendwas hier rumschwimmen mehr, aber trotzdem gibt es Seegras und solche Sachen, die sich in der Schnur dann verfangen können und natürlich sofort den Lauf des Köders beeinflussen. Also der Köder ist dann unfängig. An den Routen, wo wir Wobbler drauf haben, habt ihr so diese Vibration in der Rutenspitze. Und an den Routen, wo diese Gummikalmare hinterhergezogen werden, die laufen relativ ruhig. Ja. Aber trotzdem sieht man eine leichte Bewegung drin. Und wenn jetzt so eine Schlepprute sich ganz leicht langsam ein bisschen verneigen würde und die Spitze rumgeht, dann habt ihr meistens weggefangen. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute früh der Start war ja sensationell. Wir hatten vorhin noch eine ganz verrückte Situation. Konnte ich leider mit der Kamera nicht festhalten. Wir hatten hier auf der äußeren Route zwei Taker, zwei leichte Anfasser. Die Jungs hier vermuten, es war ein Schwertfisch.
dem Moment sollte man dann eigentlich die Rolle mal aufmachen, den Köder mal stehen lassen im Wasser, dass man besser nehmen kann oder komplett wegsnacken kann bei der Verfolgung. Der drängelt dann also ein bisschen mit seinem Schwert am Köder rum, so probieren oder antasten nennt man das. Aber war nichts, ja. Daumen drücken, dass da noch was kommt. Malle ist aber immer noch weit weg. Irgendwo da vorne. Bisher noch unsichtbar, die Insel. Und Ibiza sieht man immer noch im Hintergrund, ja. So läuft das Leben hier an Bord ab. Perfekte Arbeitsteilung. Andi und Mischa bereiten uns jetzt ein lecker Pulpo zum Mittagessen vor. Und ich fahre den Kutter hier über den Teich. Und jetzt fehlt nur noch der nächste Biss, der Mittagsfisch. Los geht's. Jetzt machen wir unseren Kalmar, bereiten wir zu. Olivenöl, spanisches. Feuer, Flamme, Pfanne. Kalmar, Salz, Knoblauch. Also etwas Olivenöl dran, gar nicht zu viel. Und jetzt heißt es warten, dass das richtig schön heiß ist. Denn wenn das nicht heiß genug ist, dann wird es zäh und das bringt. Es schmeckt einem nicht wirklich gut. So, wir haben heute, Gott sei Dank, so gut wie gar keinen Wellengang. Es ist glatte See. Wir brauchen die Pfanne nicht sichern. Das ist halt natürlich alles sehr schwierig, bei Seegang sowas zuzubereiten. Aber heute haben wir Glück, es sieht ganz gut so. Wir sehen, das wird heiß. Und wir schmeißen jetzt unseren Pulpo hier rein. Vielleicht auch schon. Knoblauch hast du nicht vergessen. Ja, den kann man jetzt rein. So, Salz und dann noch warten. Salz kommt noch, die kommen gleich noch rein. Ganz einfache Zutaten bringen euch hier die besten Ergebnisse. Heiße Pfanne, Olivenöl, zerdrückter Knoblauch, Kalmar rein, Salz drauf und gleich zeigen wir euch mal, wie das auf dem Teller aussieht. So, wie riecht's? Duftet es schon? Riechen tut's gut, ihr riecht's leider nicht. Aber ihr seht's gleich. Der erste Gang ist schon fertig. Ich werde mal die Probe aufs Exempel machen. Absoluter Hammer. Sehr, sehr genial. Wir dümpeln in den Nachmittag, Mallorca kommt immer näher. Ich hoffe, dass jetzt bald das nächste Beißfenster auf uns zukommt. Und was euch bestimmt auch brennend interessiert, sind so die favorisierten Köder, die Marek hier draußen auf dem Meer einsetzt. Schauen wir mal, was er uns erzählt, was er uns empfiehlt. Wir benutzen hier immer eine Kombination aus Wobblern und Federlures. Da habe ich mal ein paar Wobbler rausgesucht. Klassischer Redhead, der geht immer und überall. Ein Schwarzer, der ist sehr wichtig fürs Weißwasser. Kurz hinterm Boot geführt, der macht eine schöne, deutliche Silhouette. Finden die super. Und dann nochmal schön in Schockfarben, könnte man schon fast sagen. Ordentlich Glitzer, ordentlich Bling Bling, geht auch immer gut. Was die Federn angeht, haben wir hier ein paar. Pink ist da auch einer meiner absoluten Favoriten. Der muss immer dabei sein.
Ein schwarz-lilaner ist auch wieder sehr interessant. Gerade an ein bisschen bedeckteren Tagen, haben wir heute zwar nicht, aber ansonsten kommt er auch immer zum Einsatz. Und ein Klassiker, ein bisschen bunt, grün, gelb, rot, der geht auch. Top. Unser Warten hat hoffentlich demnächst bald ein Ende. Wir waren jetzt sehr lange Strecken über sehr tiefen und auch monotonem Wasser unterwegs. Aber jetzt tauchen wieder die ersten Punkte auf dem Kartenplotter auf. Ja. Dort kommt wieder Struktur im Wasser. Halbe, dreiviertel Stunde noch und dann kommen wir wieder rein. So Petri will ins Fangrevier. Wow, wow. Hey! Geil! Dick! Nein! Nein! Das war ein Speer. Der kommt mit, oder? Weg. Weg, ja. Nee, das war schon richtig, genau. Oh, schade. Bullshit. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Eben, also wirklich. Vor einer Minute habe ich euch auf dem Echolot das neue Fangrevier gezeigt auf dem Kartenplotter. Die neuen Punkte, wo wieder Struktur im Wasser unterwegs ist. In dem Moment schlägt es hier hinten ein. Sperrfisch dran. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, wie er noch aus dem Wasser geflippert ist ein paar Mal und plötzlich hooked off ausgeschwitzt. Aber das bringt wieder Hoffnung, dass es jetzt wieder ein bisschen aktionsreicher wird. Die Mittagszeit ist überstanden. Wir bleiben dran. Der nächste sitzt. Aber, wie sagt man so schön, oder die erfahrenen Big Gamer, man braucht drei Versuche, um so einen Fisch fangen zu dürfen. Und viele sind viele, viele Tage, Wochen, Jahre auf dem Meer unterwegs und bekommen nicht mal den Biss. Und wir hatten jetzt gleich am ersten Tag einen dran. Ein langer, langer, sehr, sehr erlebnisreicher Tag neigt sich langsam dem Ende. Wir durften mega Eindrücke hier draußen auf dem Balearischen Meer sammeln bei der Überfahrt von Ibiza nach Mallorca. Mallorca kommt jetzt langsam ins Blickfeld. 14, knapp 15 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Die Sonne geht jetzt auch langsam unter und wir hoffen jetzt noch auf den letzten Take. Aber wir sind komplett zufrieden. Zwei Albacore gefangen, zwei Sperrfischattacken, einen sogar im Drill gehabt, der hat sich dann abgeschüttelt. Ja, was will man mehr? Wale gesehen, Delfine gesehen, viel, viel erlebt. Eine ganz tolle Zeit einfach unter Freunden, unter Anglern hier auf dem Boot von Mar Balear Fishing. Heute Abend geht es dann ins Hotel, ein bisschen runterkommen, ein bisschen erholen. Es ist anstrengend den ganzen Tag hier auf dem Meer draußen. Und wir haben noch was ganz, ganz Verrücktes vor, weswegen wir eigentlich hier sind. Wir werden 3 Tage und 2 Nächte auf dem Boot bleiben, ohne einen Hafen anzusteuern, werden uns tagsüber auf das XXL Tunafischen konzentrieren und nachts vor Anker hier draußen auf dem Meer liegen bleiben, dann auf Schwertfisch angeln, auf Kalmare angeln. Also das wird eine ganz spannende Session, ohne festen Boden, und das seht ihr dann aber im nächsten Video. Da haben wir ja den perfekten Begleitschutz jetzt in den Hafen. Absoluter Wahnsinn, oder? Direkt unter unserem Boot 2 Delfine. Ums Boot herum sind noch mehr unterwegs, aber so nah in freier Wildbahn habe ich sowas noch nie gesehen. Das erlebt man hier draußen beim Angeln. Wahnsinn.